Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ETS 2. Wir gründen eine Firma. Ja, Freunde, wir sind wieder da. Und ja, ich weiß, wir sind schon lange nicht mehr zusammengefahren. Und das wird sich natürlich heute ändern. Natürlich. Ich glaube, mich daran zu erinnern, dass wir uns einen neuen LKW gekauft haben. Hier ist noch der Renault Mangen drin. Ach, ich glaube, wir haben den noch nicht. Wir sind noch nicht umgestiegen, glaube ich. Jo, so, ich würde sagen, ich verwöhne euch mal ein bisschen mit Musik. Das muss ich erstmal einschalten. Udomo und Mento. So. Bisschen Musik im Hintergrund. Das macht den froh, den Hund. Ja, natürlich. So, wir gucken mal ganz schnell. Firmenmanager. Garagenmanager. Da haben wir den, Na, du komm. Reicht er mir nicht an. LKW-Manager. Jetzt ist meine Maus stehen geblieben. Warum? Ey, du alte Kackmaus. Ich fasse es nicht. So ein Mist aber auch. Ja, warte mal. Ich glaube, ich muss mir mal ganz schnell bücken. Ich meine, nicht so, was du denkst. Ich muss mal kurz unterm... Und dann Dings krabbeln und dann ein Schreibtisch hier. Das ist aber auch eine Scheiße jetzt, Mann. Das ist alles so eng. Ich meine, ich mag eng, aber doch nicht so eng. Weißt du, dass ich jetzt hier... Ich glaube, ich muss mal meinen USB-Stick hier einmal ziehen und einmal drücken. Ich hoffe, Ding Dong hat es ja schon gemacht. So, meine Maus sieht immer noch nicht. Was ist das denn jetzt? Willst du mich verarschen? Es ist doch wohl nicht wahr. Warum geht jetzt die Maus nicht? Ich verstehe das nicht. Hey, du alte Kackmaus. Warum machst du sowas mit mir? Wir sind doch im Livestream. Du kannst mich doch jetzt hier nicht hängen lassen. So wie Hengolin, weißt du? So. Ich hab mal reingepustet, vielleicht war ein bisschen Staub drin, ne? Bäm, bäm, bäm. Aua, jetzt habe ich mir auch noch meine Kopfhörer. Die Maus sieht immer noch nicht. Knutsch mir die Kimme. Strom hat sie. Also scheint's am Spiel zu liegen, oder? Vielleicht hat sich auch ETS aufgehangen und jetzt. Ich sitze wieder auf meinem Stuhl. Nein, es ist schon wieder so mega warm hier heute. Weißt du, und ja, und so weiter. So, Freunde der Nacht, ich werde mal ganz einfach mal den Taskmanager hier starten. Und mal aus dem Spiel rausgehen. So, warte, geht gleich los. So, Task beenden. Euro Truck funktioniert nicht mehr. Ja, das haben wir gemerkt. So. Ja. Task beenden, bitte. So, warte mal, ich wechsle mal auf den Testbildschirm. So. Programm schließen, ja, würde ich gerne. So, okay. So ist es. Und was sehe ich da? Steam selbstständige Updates. Nee, jetzt doch nicht. Wollen wir jetzt nicht. Haben wir alles angehalten? Genau, haben wir alles angehalten. So, ich starte nochmal neue ETS. Und es wird wieder eine Weile dauern, weil du weißt ja, da sind ja Haufen Mods drin und. Ja,
Dann dauert er den halt. Jetzt muss ich mal gucken. ETS, wo steht's denn hier? Edna und Harvey, Edna und Harvey. Final Fantasy. Ich hab's gleich. So ein Mist aber auch. Ah, Euro Truck Simulator 2. So, und wir wechseln darauf hin. Und spielen. Gleich. So. Naja, Gott sei Dank haben wir noch Musik im Hintergrund. Da ist es ja nicht ganz so langweilig. So, wir drücken auf Gunfrog. Bin ich, hahaha. So, pass auf. Ja, Doktor, Doktor, reparier mein ETS. So. Laden. Fortfahren. So, und jetzt dauert es ein Weilchen mit dem Ladebildschirm. So, und derzeit können wir mal die Hände nach oben strecken und so nach dem Takt so mittanzen. Yeah. Oh, Doktor, Doktor. Ich war heute beim Doktor. Und der hat schlimme Sachen mit dem Bob van Rock gemacht. So, Freunde der Nacht, wir sind immer noch im Ladebildschirm und ich werde auch gleich rüber wechseln in den Stream. In den Stream, da werden wir gleich gehen. Und dann rufen wir ganz laut, Doktor, Doktor. Ja. So, wir gründen immer noch eine Firma. Ich meine, wir haben ja schon eine Firma gegründet und haben jetzt mittlerweile, lass mich überlegen, ich glaube, 3 LKWs. 3 LKWs haben wir. Ein Scania in Pink, wo der Paddy mitfährt. Und dann haben wir ein Renault Magnum, wo unser Boyki mitfährt. Und jetzt haben wir ein Scania. Uns das letzte Mal gekauft. Ja, und du, mein Freund da draußen, du kannst mitbestimmen, welchen LKW, ich hab's heute nicht so, welchen LKW wir als nächstes kaufen werden. Mein Freund, das kannst du mitbestimmen, welcher LKW es sein soll und wie er aussehen soll. Ja, meine Maus funktioniert gerade, jawohl. Und ich gehe jetzt ganz schnell rüber in die Gameaufnahme. So. Es müsste gleich ein Bild kommen. Und da sind wir wieder. So, wir müssen den Fahrermanager, den Firmenmanager, warte mal. Fahrermanager. LKW-Manager, ne? LKW-Manager, ne? War das gewesen, glaube ich? Ja, wir gucken mal hinein. LKW-Manager. So, da ist der Renault und wir wollen in den Willst du mich verarschen Spiel. Meine Maus hängt schon wieder. Das ist jetzt nicht wahr, oder? What is it? Ach nee. Hä? Was? Jetzt komme ich auf meinen zweiten Bildschirm. Ich weiß nicht, was hier heute los ist, Freunde. Bin jetzt auf dem zweiten Bildschirm mit meiner Maus. Sollte, guck mal hier, hier geht's durch. Hier, guck mal. Ja, und die Spiele, der Spielecursor, der sagt, nö, Gunfrog. Hab heute null Bock auf dir. Ja, das finde ich uncool. Ich weiß nicht, woran es liegt. Keine Ahnung. Ich kann ja mal den Bob van Rock fragen. Der sitzt ja hier neben mir. Ey, Bob van Rock, nimm mal deine Kopfhörer ab. Der spielt nämlich gerade hier Battlefield Bad Company 2. Deathmatch. So, guck mal. Hier, mein Freund. Guck mal, mein Sohn. Was ist denn hier los? Mein. Schon zum zweiten Mal jetzt, dass der Cursor da irgendwie sagt: Leck mich oder so. Weißt du, ich will heute mit dir nicht spielen. Wie bitte?
Dann gar nicht. Ich darf da nicht raufgehen, aber ich will doch, ich muss doch, versteh mal. Weißt du? Dann ist irgendwas, was sagt, ey, ne. Gut, okay. Gehen wir nochmal in den Testbildschirm. Es tut mir leid, Freunde, es tut mir leid. Muss ich nochmal beenden? Dann spiele ich mal mit meinem anderen Account weiter. Vielleicht hilft das uns ja heute weiter. So, Task beenden. Nach 5 Stunden geht's dann endlich. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, nun geht er endlich aus. Da ist heute der Wurm drin, ne? Ich will das Spiel nicht beenden, ich fasse es nicht. Jetzt ist meine Maus ganz und gar weg. Ach, knutsch mir doch die Kimme heute. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Jetzt habe ich hier gar nichts mehr. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, Task beenden bitte. Und das alles im Livestream. Nee, 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 ich kann so nicht arbeiten. Ja, das ist ja echt ein Scheiß hier. Ich weiß nicht, woran es liegt, ganz ehrlich. Er will auch nicht beenden. Ich weiß nicht, warum. Jetzt hat er es beendet. Mensch, 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 Mensch. Es tut mir leid, Freunde, es tut mir leid. Ich probiere es jetzt ein letztes Mal. Ich werde aber natürlich mit meinem anderen Account jetzt spielen. Mal sehen, vielleicht geht es da besser. Ich hoffe. So, spielen wir mit dem Account. Spiel fortsetzen. So, und mal gucken. Wollen wir mal gucken, ob keiner guckt? So, Spiel laden. Fortfahren. So, sobald ich auch aus dem Ladebildschirm raus bin, bekommt ihr auch ein Bild von mir. Schatzi, hast du ein Foto? Nein, natürlich. Nee. Scheiß Mucke. So. Unumo und Mento, es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid. Ich kann es immer nur wiederholen. Ich bin nicht schuld, ich weiß nicht, warum ETS nicht starten möchte, warum sich ETS aufhängt. Ich habe keine Ahnung. Und bevor ich hier schmachten muss, mache ich mir das lieber selber hier fertig. Lieber Bob van Rock. Ach, ich kann so nicht arbeiten. Doch, habe ich, immer. Hallo Tim, ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Heute beim Pleite-Stream. Der Fail der Woche. Fail-Stream der Woche. Hier live auf Gunfrog. Kann nur hier bei mir passieren. Kann auch nur mir passieren, glaube ich. So. Ja, Tim, kannst du denn wenigstens die Musik hören, die ich im Hintergrund zu laufen habe? Kannst du sie hören? Die wunderbare Musik hier im Hintergrund. Jetzt habe ich auch noch doppelte Musik. Jetzt habe ich auch noch die Musik von ETS 2 drin. Das war vorhin bei dem anderen Account nicht so. Da war gar nichts an. Ich hoffe nicht, dass wir den ganzen Mist nochmal neu starten müssen. Und die Firma nochmal neu anfangen müssen. Gründen. Das wäre natürlich eine böse Falle.
Ja, wo wir schon so weit sind. So, gleich geht's los. Ich hoffe doch. Dann werde ich auch gleich umstellen. Dann habt ihr wieder ein Bild. Könnt ihr gucken, könnt ihr zuschauen oder drauf spucken. So. So, jawohl. Jetzt geht's los und keiner kann's halten. Ich werde jetzt den Stream. Haha. So, zurück auf Zehner. So, und da sind wir auch. Und nochmal hallo und herzlich willkommen hier auf ETS2. Und wir gründen heute keine Firma, weil irgendwie geht das nicht. Wir fahren mit unserem Scania, den wir uns ja, oder den ich mir das letzte Mal hier so zurecht hier bumpelt habe hier. Mit dem fahren wir jetzt ein bisschen durch die Gegend, werden so den einen oder anderen Auftrag erledigen. Und wenn die Musik so laut ist, sag mir einfach Bescheid, schreib es mir unten rein und dann mache ich da ein bisschen leiser. So. Muss mal kurz in die Options gehen. Und werde hier mal den Sound leise machen. So. Ich hoffe, dass das jetzt ausgereicht hat. So, wollen wir mal gucken. So, was machen wir? Wir verdienen uns ein bisschen Kohle. Wir sind in Lublin. Und wir können für 98.000 können wir von Lublin nach Paris fahren. Und haben da irgendwas Zerbrechliches an Bord. Oder wir fahren Getränke, 23 Tonnen, nach Southampton, also nach England. Würde ich doch glatt weg das verpackte Glas nehmen. Ich stelle es mal ein ins Navi. Und es regnet auch noch. Na, Mahlzeit. So, unseren Hänger müssen wir uns auch noch holen. So, hier unser wunderbarer Scania. Und du wirst es nicht glauben. Es ruckelt wie Sau. Ach, stimmt ja, wir haben uns ja hier irgendwo hingestellt. Richtig, ich kann mich daran erinnern. So, bevor wir aber anfangen. Hallo? Sag mal. Das lackt aber wie Hulle hier. Gucken wir erstmal noch mal auf die Map. Da oben müssen wir hin. Da steht unser Hänger. Den wir dann jetzt ja, gleich holen werden. Und mit ihm werden wir natürlich dann nach Paris fahren, nee, nach, irgendwo nach Frankreich war es gewesen. So, wir starten, machen auch ein bisschen Licht an. Warte mal, wie war denn das? Ich habe schon eine Weile, nee, huch, schon eine Weile nicht, nicht mehr gespielt. Ich muss erst mal wieder reinkommen. Außenansicht. So, jetzt F4. Abblendlicht an. Die Rundumleuchte brauchen wir jetzt nicht. So, und unsere grüne, nee, unsere violette Cockpitbeleuchtung haben wir natürlich auch angemacht. Weil es einfach schön aussieht. So. Unsere Natascha haben wir auch dabei. Hallo Natascha. Du siehst immer noch so frisch aus. Obwohl du hier schon wochenlang im LKW rumgammelst. Ob die schon Mundgeruch hat? Und Achselhorst? Wer weiß. So, wir fahren auch gleich los. Wir gucken mal hier.
Wir schauen uns mal den LKW noch mal ein bisschen an. Schau mal hier. Oh, naja, gut, die blauen Felgen. Da vorne, die passen da irgendwie nicht hin. Ah, Fernlicht. Ah, der hat schon was. Oh, das donnert. Ich glaube, wir sollten wieder rein in den LKW. So. Und jetzt sind wir auch gleich unterwegs und holen unseren Trailer ab. Da kommt nichts. So, ich bin auch schon eine Weile nicht mehr gefahren, wie ihr wisst. Kann sein, dass ich irgendwo gegenfahre. Mit Sicherheit werde ich irgendwo gegenfahren. Kennst du ja nicht anders. So, und wir blinken leicht links. Ich finde das schön, wenn das so ruckelt. Ach, ich finde das so geil. Ganzes Spiel könnte von mir aus nur noch ruckeln. So. Ja, ja, so ist das. Noch ein bisschen Luft schnappen. Ah, hallo. Kuckuck. Oh, es wird grün. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich war hier gerade mit 6 FPS durch die Gegend. Warum das so ist, weiß ich nicht. Und es wird schon wieder rot. Nee, meine ist auch gleich die Firma. So. Stoi. Was für ein Sauwetter. So, und weiter geht's. So, hier geht's gleich rein. Und hier ist auch schon die Firma, wo unser Auftrag steht, unser Trailer. So, einmal Klick und einmal Klack. Es ist sehr, sehr ruckelig. Warum? Keine Ahnung. So, an. Auftrag annehmen. Auftrag aufheben. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, wo steht er denn? Da hinten. Hier ist er, der Weiße. So, schlagen wir mal ganz scharf ein. Gucken mal hinten raus. Halt, ist doch falsche Richtung. Da geht schon los. So,
Also ganz konzentriert. Okay. So, Freunde der Nacht. Da wir ja arge Probleme haben und wir schon bei 25 Minuten sind, würde ich sagen, machen wir einen kleinen Cut hier und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir von wir sind jetzt in Polen, von Lublin nach Dings fahren, nach irgendwo in Frankreich. Schön, dass ihr zugeschaut habt und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt ETS2. Naja, diesmal gründen wir keine Firma, weil wir haben ja schon eine. Bis dann, ciao!